Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Heute mit ganz viel Cutscene. So viel darf ich schon mal spoilern. Wir öffnen jetzt diese Truhe und was kriegen wir? Ein Giftring, ja. Ich habe ja gesagt, es wird nicht spannend, jetzt hier drin sein. Gut, es geht weiter. Macht euch bereit. Diese Folge wird wahrscheinlich zu 99% aus Cutscene bestehen. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie kommt. Aber es dürfte bald der Fall sein. Ach, okay, jetzt müssen wir hier noch vorbeilaufen. Ah, okay. Weil das ist wieder so eine Wand, ne? Man erkennt es. Diesmal noch mit Blitzen dazu. Ah, okay. Und Kampf. Richtig? Ja. Nervig, Mann. Aber es sind ja zum Glück einfache Kämpfe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Schaden diese machen, aber Cloud kriegt keine Kills mehr. Das war zum Glück gar nicht schief, der Ton. Beziehungsweise nicht im Takt. Ich mag diese Stellen nicht, ernsthaft. Guck, das ist so dumm, ne? dieser Nebel ist schon längst weg, aber man läuft trotzdem noch gegen. Das ist total dämlich. Ich hasse das. Ja, doch nicht zu 99%, ne? Weißer Wind, ja, okay, dann... Okay. Ich hasse dich, Cloud, ich hasse dich. Cloud braucht jetzt wirklich gar keine Kills mehr. Er braucht jetzt nur noch ein paar Mal sein Dings anwenden, dann war's das. Guck mal, jetzt ploppt das wieder so komisch rein. Das ist so dämlich. Es ist so dämlich. Wirklich, dass es so verbuggt ist und dass es einfach, dieser Nebel einfach nicht richtig dargestellt wird, ne? Das ist so nervig. Ohne Witz. Aber ich hab keinen Bock mehr, deswegen soll ich jetzt auch mal Cloud ein paar Kills kriegen. Es ist mir scheißegal. Kotzen könnte ich, wenn ich das wieder hier nicht schaffe, ey. Dankeschön. Nervig, nervig, nervig. Okay. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt geht's ab hier, ja? Hoffentlich. Was ist das? Was ist passiert? Ganz ruhig, Tifa. Sephiroth ist in der Nähe. Es könnte alles Mögliche passieren. Nibelheim? Warum Nibelheim? Bist du high? Bist du high von dem Marco oder was? Das ist eine Illusion von Sephiroth. Er versucht uns zu verwirren. Es ist schon in Ordnung. Solange wir nur wissen, dass es eine Illusion ist, müssen wir uns vor nichts fürchten. Komm schon, lass uns weitergehen. Ja, du hast recht. Ciao. Also gut, lass uns gehen. Das ist nicht Cloud. Zum Teufel! Halt, Sephiroth. Das ist so dumm. Ja, die Übersetzung ist tatsächlich ziemlich dumm. Wie zum Teufel kommen wir hier wieder raus? Cloud, das ist nur eine Illusion. Mach dir keine Sorgen. Und jetzt? Hör schon auf. Das ist schlimm, genau wie Coral. Das ist, was vor 5 Jahren passierte. Aber... Wahrscheinlich bin das nicht ich, der aus der Shinra-Quelle kommt. Er wird versuchen, uns wieder zu täuschen. Siehst du, habe ich es nicht gesagt? Ah, du bist es. Bist du noch bei Verstand? Dann komm und hilf mir. Ich will das nicht sehen. Cloud, sieh nicht hin. Ich sehe in diesem Haus nach. Du nimmst das da. Was ist los, Tifa? Ich hab dich gewarnt. Solange uns klar ist, dass es eine Täuschung ist, brauchst du dich nicht zu fürchten. Alles okay? Mist, eine Illusion.
Sephiroth, ich weiß, dass du zuhörst. Ich weiß, was du sagen willst. Ich war vor 5 Jahren nicht in Nibelheim. Das willst du doch sagen. Ah, du raffst es. Du willst mich also verwirren, ja? Aber das zieht nicht, auch wenn du mir das alles vorgegaukelt hast. Ich weiß noch alles, die Hitze der Flammen, die Schmerzen in meinem Körper und meinem Herzen. Ach, wirklich? Du bist nur eine Marionette. Du hast kein Herz und kannst keinen Schmerz fühlen. Wie kann das Gedächtnis eines solchen Wesens auch nur Bedeutung haben? Was ich dir gezeigt habe, ist die Realität. Du hast die Illusion. Cloud? Cloud? Begreifst du? Ich will nicht. Aber ich will dich was fragen. Warum tust du das? Ich möchte, dass du wieder du selbst bist. So wie damals, als du mir die schwarze Materie gabst. Wer hätte gedacht, dass ein gescheitertes Experiment so nützlich sein würde? Wenn Hojo das wüsste, würde er sich mächtig ärgern. Hojo? Was hat er mir damit zu tun? Vor 5 Jahren hatte ich Hojo Stück für Stück zusammengebastelt, zu der Zeit, als Nibelheim abbrannte. Eine Marionette aus Genova-Zellen voller Lebenskraft, Wissen und Makroenergie. Ein unvollständiger Sephiroth-Klon. Du hast nicht meine Nummer. Das ist die Realität. Cloud, hör ihm nicht zu. Hör und guck nicht hin. Achso, was ist los, Tifa? Das macht mir nichts. Ich hab ihm nicht zugehört. All das Gerede von Hojo, dass er sich geschaffen hat, es ist eine Lüge. Haben wir nicht gemeinsame Erinnerungen? Unsere Zeit als Kinder, die Sterne nachts. Tifa, warum erschrecken dich diese Worte so sehr? Soll ich allen zeigen, was in dir vorgeht? Du siehst nicht gut aus. Tifa, hat Sephiroth recht? Tut mir leid, ich habe gerade irgendwie einen Frosch im Hals, das ist eklig. Cloud. Warum hast du Angst? Keine Sorge, mir geht's gut. Egal wie verwirrt ich bin, niemals glaube ich Sephiroth. Es stimmt, manchmal weiß ich nicht, wer ich bin. In meinem Kopf herrscht Chaos. Aber Tifa, sagtest du nicht, lange nicht gesehen, Cloud? Diese Worte werden mich immer aufbauen. Wow, du bist mit mir aufgewachsen. Ich bin Cloud aus Nibelheim. Wie sehr ich auch den Glauben an mich verliere, das ist die Wahrheit. Deshalb solltest du keine Angst haben. Egal, was die anderen sagen, wichtig ist nur dein Charakter. Nein, das ist nicht wahr, Cloud. Was ist nicht wahr? Ich bin derselbe Cloud, mit dem du aufgewachsen bist. Das meine ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Cloud, warte. Gib mir etwas Zeit. Cloud, gib Tifa nicht die Schuld. Genova dringt Erinnerung ein, kopiert Stimme, Sprache und Aussehen eines Menschen. Deine Genova verschmolz mit Tifas Erinnerungen. So wurdest du erschaffen. Die Kinder in Tifas Erinnerungen. Ein Junge namens Cloud mag darunter gewesen sein. Cloud? Bitte, denk jetzt nicht nach. Stell dich dumm. Denk nach, Cloud. Cloud? Entschuldigung, du hattest nie einen Namen. Halt's Maul, Sephiroth. Du verstehst immer noch nicht. Dann... Erinnerst du dich an das Foto, das wir vor unserer Abreise zum Berg Nibel machten? Tifa, du erinnerst dich doch, oder? Aber woher soll er es auch wissen? Und, was ist mit dem Bild passiert? Ist es das? Möchtest du es sehen? Es ist ziemlich gut geworden. Cloud, nicht! Ich müsste auf dem Bild sein. Auch nicht schlimm, wenn nicht. Dies ist nur eine Scheinwelt, die Sephiroth kreiert hat. Der komische Schwarzhaarige Cloud. Genau wie ich dachte. Das Bild ist eine Fälschung. Ich kenne die Wahrheit. Vor 5 Jahren kam ich zurück nach Nibelheim, um den Reaktor zu inspizieren. Ich war 16.
Die Stadt hatte sich nicht verändert. Und dann? Ach ja. Ich traf meine Mutter. Ich habe die Leute in der Stadt wieder gesehen. Ja, ich ging in Tifas Zimmer. Und dort habe in die Schubladen geguckt. Ich las die Briefe für Tifa. Ich blieb über Nacht und ging dann zum Reaktor in Mount Nebel. Ich war aufgeregt. Denn es war mein erster Einsatz, nachdem ich Soldier erster Klasse geworden war. Soldier erster Klasse? Soldier? Wann bin ich Soldier geworden? Wie wurde ich Soldier? Warum kann ich mich nicht erinnern? Ich bin... Ach ja. Ich musste mich nicht sorgen, denn ich war... Cloud? Gehen wir tiefer. Ich bin... Okay. Oha. Ja, da ist natürlich die Frage, war das wirklich eine Illusion oder war es die Wahrheit? Denn wenn es die Wahrheit ist, war das gerade ein ganz schön krasser Plot-Twist. Wow, das ist erstaunlich. Ach ja, Shinra war ja auch auf dem Weg hierher. Das ist alles Materia. Das Äußere ist reich an Makroenergie. Das Innere ist eine Schatzkiste voller Materia. Dies ist wirklich das verheißene Land. Das verheißene Land gibt es nicht. Eine Legende, ein Ammenmärchen. Es ist absolut lächerlich. Alles ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es nicht wundervoll? Dieser Starrsinn macht dich zu einem zweitklassigen Wissenschaftler. Was ist los? Es kommt aus dem Inneren der Mauer. Irgendwas ist da drin. Es bewegt sich. War das ein Auge? Weapon. Dann gibt es das also wirklich. Ich habe nicht daran geglaubt. Was bedeutet das? Weapon. Monster, die vom Planeten geschaffen wurden. Es erscheint, wenn der Planet in Gefahr ist und zwingt alles in einem Zustand des Nichts. So stand es in dem Bericht von Professor Gast. Ich habe diesen Bericht nie gelesen. Wo ist er? Hier. Du behältst eine Menge für dich. Ich frage mich, wo Cloud und die anderen sind. Kaum zu glauben, dass so ein bisschen schwarze Materie die Planeten zerstören kann. Was zum... Sind alle okay? Was ist los? Wo sind wir? Lass mich nicht allein! Nanaki, du bist hier. Ich bin so froh. Ne, ich nenne ihn Nanaki. Tifa! Irgendwas stimmt nicht. Warum war es so dunkel? Und wo sind die anderen? Alle warten. Cloud ist in Schwierigkeiten. Bitte komm, hilf uns. Da drüben. Oh, okay. Ich raff's nicht. Aber wenn du willst, tue ich es. Hehehe. Und vergiss nicht. Die schwarze Materia. Herr Präsident, irgendwie gefällt mir dieser Ort nicht. Vielleicht sollten wir jetzt zum Schiff zurückgehen. Wir müssen sowieso die Untersuchung vorbereiten. Hey, woher kommst du? Weiß nicht. Hier wird es ganz schön schlimm hergehen. Überlass mir die Dinge und verschwinde von hier, solange du noch kannst. Dir die Dinge überlassen? Ich verstehe nicht ganz. Hier ist es, wo die Wiedervereinigung stattfindet, wo alles anfängt und endet. Cloud! Einfach nicht in einer Textbox drin gewesen. Ich bin hier. Ich bin hier, um dir zu helfen, Cloud. Danke, Nanaki. Wo ist die schwarze Materia?
Cloud? Sie ist sicher, ich hab sie. Ich werde sie übernehmen. Ich werde sie übernehmen. Gib mir die schwarze Materie. Du kannst meine Stimme nicht hören? Alles in Ordnung mit dir, Cloud? Dann hier, bitte. Ich hatte ein paar Bedenken, das bei mir zu haben. Nein, nicht, bitte. Hör auf, Cloud. Danke, überlass den Rest mir. Na los, die schwarze Materie. Warte bitte, nur einen Moment. Ich möchte euch für alles danken. Es tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Besonders du, Tifa. Tut mir wirklich leid. Du warst so gut zu mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin dem Ruf, Cloud zu sein, nie gerecht geworden. Tifa, vielleicht wirst du es eines Tages den wahren Cloud kennenlernen. Hahaha, das ist perfekt. Das bedeutet, dass mein Experiment ein voller Erfolg war. Welche Nummer hattest du? Hä? Wo ist deine Tätowierung? Hojo, ich habe keine Nummer. Ich habe keine bekommen, weil du dachtest, das Experiment mit mir sei missglückt. Was zum Teufel? Du meinst, nur Nieten geschaffen ist bis hierher? Professor, bitte gib mir meine Nummer. Bitte, Professor. Halt den Mund, du elender Fehlschlag! Eieiei. Wer war das? Es ist ein Sephiroth-Klon, den ich erschuf, als vor 5 Jahren der richtige Sephiroth starb. Genovas Zellen und Marco, meine Fähigkeiten und Kenntnisse und die Wissenschaft und Natur haben diesen Sephiroth-Klon zum Leben erweckt. Der Gedanke, dass es ein Fehlschlag war, gefällt mir nicht, aber die Theorie der Wiedervereinigung von Genova ist bewiesen. Denn obwohl Genovas Körper zerstückelt ist, wird er eines Tages wieder eins werden und dies bedeutet Wiedervereinigung. Ich habe darauf gewartet, dass die Wiedervereinigung beginnt. Es vergingen 5 Jahre, doch jetzt kehren die Klone zurück. Ich glaubte, die Klone würden sich in Midgar versammeln, wo sich Genova befand. Doch meine Berechnung war nicht ganz präzise, denn Genova selbst hat das Shinra-Gebäude verlassen. Aber als Genie, das ich bin, habe ich das schnell gemerkt. Es war alles Sephiroths Tun. Sephiroth war nicht damit zufrieden, seinen Willen in den Lebensstrom zu leiten. Er wollte auch die Klone selbst manipulieren. Ja, so fing es an. Ich fragte mich, wohin die Klone gingen, aber ich konnte es nie herausfinden. Ich fand es auch nie heraus. Achso, das sagt Cloud, glaube ich. Was ich allerdings wusste, ist, dass Sephiroth ihr endgültiges Ziel war. Ich habe Sephiroth nicht verfolgt. Ich wurde von Sephiroth gerufen. Die gesamte Wut und der Hass, den ich für ihn fühlte, machten es mir unmöglich, ihn zu vergessen. Das und was er mir gegeben hat. Sephiroth, ich bin hier und ich bringe dir schwarze Materie. Zeig dich, wo bist du? What the fuck? Sephiroth, jetzt treffen wir uns endlich wieder. Ich konnte übrigens eben kurz laufen, das ist ziemlich cool. Hast du gesehen? Es ist Sephiroth. Er ist also doch hier. Das ist perfekt. Genovas Wiedervereinigung und Sephiroth Wille. Sie werden nicht in den Lebensstrom geleitet, sondern hier gesammelt werden. Was macht dich so glücklich, Professor? Du weißt, was das bedeutet, oder? Cloud hat die schwarze Materie. Sephiroth wird den Meteor rufen. Alle werden sterben. Egal, was ich jetzt sage. Es ist zu spät. Wir müssen evakuieren. Evacuation. Ich will, dass ihr mitkommt. Ich habe viele Fragen an euch. Cloud, nein. Halt, bitte. Cloud.
Heilige Scheiße. Was ist da gerade passiert? Cloud. Cloud. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich war schon immer so. Was ist los? Oh. Armes Kind. Au. Bist du in Ordnung? Tiefer. 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 Hä? Oh, Cloud. Stimmt, ich bin Cloud. Bist du es wirklich, Cloud? Ich hätte nie gedacht, dich hier zu finden. Ja, es ist schon eine Weile her. Was ist mit dir passiert? Du siehst nicht gut aus. Ach, es ist nichts. Alles in Ordnung. Wie lange ist das her? Fünf Jahre. Was ist? Es ist wirklich lange her. In Wahrheit sind es 7 Jahre. Du bist gekommen. Du hast bekommen, was du wolltest und bist Soldier geworden. Bist nach dem Zwischenfall mit Sephiroth ausgetreten und jetzt lebst du als Söldner. Du hast mir viel davon erzählt, was geschehen ist, nachdem du Nibelheim verlassen hast. Aber etwas stimmt nicht. Ich merke, dass mit dem, was du mir erzählt hast, etwas nicht stimmt. All die Dinge, die du nicht wusstest und hättest wissen müssen, und andere Dinge, die du nicht hättest wissen sollen, aber wusstest. Ich wollte sicher gehen, aber dann hörte ich, dass du weit weggehen wolltest. Und das wollte ich nicht. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich dachte, ich bräuchte mehr Zeit. Deshalb habe ich dir von dem Job bei Avalanche erzählt. Ich wollte bei dir sein und sehen, was du tust.